Der Ansporn und die Leidenschaft ist ganz klar, besser zu sein als die anderen. Das Besondere ist einfach die Competition. Es ist immer wieder was Neues, man reist viel rum. Man muss das leben, nur dann kann man es auf dem professionellen Level betreiben, auf dem man es hier betreiben muss, um vorne zu sein. Es ist ein Hyundai i30 N TCR. Er ist vergleichbar mit dem Straßenauto, es kommt viel aus der Serienproduktion. Es ist wirklich ein ausgereiftes Rennfahrzeug, was auf der einen Seite von Anfang an schnell ist und was auf der anderen Seite auch für mich als Ingenieur gut zu handhaben ist. Das Auto ist sehr, sehr schön gebaut. Es ist einfach daran, Änderungen vorzunehmen. Die Mechaniker kommen überall gut bei. Also es ist ein richtig ausgewachsenes Renner. Das macht richtig Spaß, mit sowas zu arbeiten. Da ist einfach die Herausforderung, das Zusammenspiel zwischen Fahrer und Auto zu finden. Also jeder Fahrer spielt anders mit dem Auto. Das ist dann die Aufgabe von Johannes. Der versucht natürlich, das Bestmögliche für Max da rauszuholen. Der Timmy und ich, wir setzen das dann um, stellen das Auto so ein, wie es am besten passt. Man muss das Auto verstehen, und wenn man es verstanden hat, ist es ein wirklich schnelles und auch sehr, sehr gut zu beherrschendes Auto. Unser typischer Tagesablauf in der TCR ist, dass wir uns morgens hier an der Strecke treffen. So, wir bereiten die Autos vor, wir fahren die ersten Sessions. Danach schauen wir natürlich, wo ging noch was, wo hätten wir noch was rausholen können. Dann geht es an die Datenanalyse. Also man mit den Informationen aus dem Meeting, mit den Eindrücken von Fahrern geht man dann an die Laptops und mit dem ganzen Support und Unterstützung, die man heute hat durch die Elektronik, wertet man das denn aus? Man darf sich einfach keine Fehler erlauben. Man muss wirklich auf dem Punkt genau alles machen. Gerade beim Einstellen, beim Reparieren, das ist schon wichtig. Im Moment kämpft man noch um die Meisterschaft und da wollen wir natürlich so lange wie möglich im Meisterschaftskampf mitmischen und vorne dabei bleiben. Die größten Herausforderungen sind einfach diese Unberechenbarkeit, weil man weiß einfach morgens nicht, was entstehen für Probleme, was hat man für Herausforderungen. Speziell im Motorsport geht es einfach darum, dass man keine Zeit hat. Es geht einfach darum, in der extrem begrenzten Zeit Lösungen für Probleme zu finden. Und das ist schon eine riesen Herausforderung, die aber auch einen Haufen Spaß macht. Es geht nicht ohne Team, man braucht jeden Einzelnen in dem Team. Jeder hat seinen Job und nur wenn jeder den wirklich zu 100% macht, kann man am Ende erfolgreich sein. Man muss sich miteinander verstehen, man muss gut auskommen, sonst würde es alles nicht funktionieren. Man muss sich blind verstehen. Man lebt das ja einfach und der Spirit ist da und den muss man einfach noch weiter ausleben.